ich würde ihm einfach die Frage stellen, wie weiß eigentlich der Obstbauer, wie viele Marillenbäume er pflanzen muss, sodass ich auch dann täglich meine Marillen essen kann. Das ist die sehr stark ordnungsschaffende Wirkung des Eigeninteresses, gerade auch in sehr komplexen Handelssituationen. Was sind die Bedingungen dafür, dass eine Gesellschaft langfristig Regeln, die sie sich selbst setzt, auch halten kann? Offenheit, um eben eine gute Frage zu finden, dann Kreativität in der Beantwortung der Frage und Ausdauer, Beharrlichkeit, um auch die eigenen Antworten zu hinterfragen und zu testen. Neurowissenschaftler oder Geschichtswissenschaftler? Neurowissenschaftler einfach, um zu sehen, wie der Mensch tickt. Geschichtswissenschaftler, wie Menschen früher in komplexen Situationen getickt haben. Für Geldpolitik, denn aktuell werden in Europa alle wichtigen Probleme mit Geldpolitik gelöst und da ist es schon überraschend, dass es europaweit sehr wenige Professuren in Geldpolitik gibt und insbesondere auch an der Universität Wien, die eine so große Geschichte in der österreichischen Schule hat. Mit dem österreichischen Kapitaltheoretiker Eugen von Böhm-Bawerk über die Geldpolitik der EZB. Da gibt es Wettbewerb um die beste Idee, in der Regel zwei und wenn schon Maynard Keynes dabei ist, dann auch noch drei. Für eine einheitliche, barrierefreie Wissenschaft, gerade in den Sozialwissenschaften, ist das noch lange nicht erreicht. Begeisterung für das Fach, aber dann auch Durchhaltevermögen, sich einen Ruck geben, eine Entscheidung zu treffen und nicht immer das Optimum Optimorum suchen. Man kann auch später nochmal nachoptimieren, wenn das nötig ist.